Juhu, es hat geklappt. Ich hab's geschafft. Ich bin so happy. Ich stoße auf dich an. Es hat geklappt. Du hast toll vorgespielt. Der Auftritt war grandios. Alles hat gepasst. Gratuliere. Wenn du Lust hast, deinen Erfolg mit mir zu feiern, dann bleibe dran. Denn heute geht es genau darum, drauf zu kommen, warum etwas geklappt hat. Es ist immer so erfreulich, Erfolg zu erleben. Es tut der Seele gut. Heute beschreibe ich, wie es ist, wenn du deinen Erfolg mit dir feiern solltest. Aber viel wichtiger ist eigentlich, warum hast du Erfolg gehabt? Welche Faktoren haben zu deinem Erfolg beim Vorspiel geführt? Im heutigen Video erzähle ich dir genau darüber, denn es ist wahnsinnig wichtig, auch zu reflektieren und zu hinterfragen, was habe ich gut gemacht, wo verbessere ich mein Üben, meine Konzentration, meine Zentrierung und welche Ergebnisse ernte ich dadurch? Punkt 1. Ich bin so ein bisschen in mich gegangen. Welche Faktoren haben bei mir zu Erfolgen geführt? Wenn ich auf der Bühne war mit einem Stück und dieses Stück präsentieren musste oder durfte, hatte ich ja in früherer Zeit sehr oft mit wirklich schrecklichem Lampenfieber zu kämpfen. Ich war nervös, ich war unsicher, ich war nicht wirklich bei mir, ich hatte kein gutes Vertrauen zu mir. Und im Lauf meiner Ausbildung musste ich natürlich all diese Knoten lösen, um ja auch die Prüfungen beim Studium bestehen zu können. Davon möchte ich heute erzählen und mit dir gemeinsam nachdenken. Denn ich finde, es ist ganz, ganz toll und wertvoll, wenn du jederzeit in der Lage bist, egal auf welchem Niveau du im Moment spielst, dich an ein Klavier zu setzen, bei Freunden, in einer Bar, bei einem Auftritt, bei einem organisierten, bei einer Veranstaltung zum Beispiel, dass du dann einfach frei spielen kannst. Und einer der wichtigsten Punkte, dass das überhaupt gelingen kann, ist die Stückauswahl. Wenn du noch eher unerfahren bist im Bereich des Vorspielens, dann ist aber ganz, ganz, ganz wichtig, dass du nicht das Stück auf schwersten Level nimmst, das du im Moment trainierst. Denn da sind ziemlich sicher Baustellen vorprogrammiert. Also merke dir, das Stück, das du auswählst, sollte für dich leicht zu bewältigen sein. Du sollst es mögen, du sollst es gern haben, du musst es total durchschaut haben, damit du frei und locker bleiben kannst. Punkt 1. Das Stück ist nicht zu schwer. Punkt 2. Deine Übephasen waren totale Qualitätsphasen. Was bedeutet das? Du hattest bei dem Stück, das du vorspielen möchtest, unglaublich konzentrierte Momente drin. Da warst du komplett bei dir. Du hast viele Faktoren auf das richtige Gleis gesetzt, bis hin zur Atmung. Ich erwähne nicht mehr, dass der Fingersatz in Ordnung war, dass du die Intervalle kennst, dass dir die Tonarten klar sind, dass du Ausdruck hineingeübt hast. Du kennst das bereits aus früheren Videos von mir, wo ich über diese Sachen spreche. Also, dein Üben, deine Übezeit ist Qualitätszeit mit dir. Absolut fokussierte Zeit. Hoppala, meine Brille. Und wenn diese absolut fokussierte Zeit tief in dir eingespeichert ist, wird auch dein Erfolg mit und vorprogrammiert sein. Prosit. So, und nun kommt der Moment des Vorspiels. Du bist bei dir, du genießt den Augenblick, du trägst ein Outfit, in dem du dich an diesem Tag wirklich wohlfühlst. Dieses Outfit passt zu dir, es passt zu deiner Stimmung, es bildet dich ab
und du hast in diesem Outfit eine wunderbare Bühnenpräsenz und kommst gut rüber. Du liebst das Stück, du bist zufrieden, du bist gut gelaunt und du bist in einer guten Freude mit der Musik. Dir ist natürlich klar, dass ich eine Art Flow-Zustand im Vorspielen beschreibe. Es ist ein Zustand, in dem Konzentration fließt. Also du musst dich nicht aktiv darum bemühen. Es ist keine Mühe. Es ist ein angenehmer Zustand, in dieser Aufmerksamkeit zu sein. Du konntest irgendwie loslassen. Dein Alltag war nicht gedanklich bei dir. Der war gar nicht vorhanden. Du bist wirklich eins geworden mit der Musik, mit dir, mit dem Stück. Und ich komme jetzt wieder auf das eingangs erwähnte Phänomen zurück, dass du immer das vorspielen wirst, was du geübt hast. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig und das ist auch die Grundbotschaft des heutigen Videos für dich. Was du vorspielst, zeigt immer deine Übehaltung. Es ist erkennbar, ob jemand mit Disziplin übt, ob er zentriert ist in seinem Übezustand. Ob er bei der Sache ist, ob er genau ist, ob er ungenau ist. Und du darfst ja auch eins nicht vergessen, wir haben ja nicht nur ein Bewusstsein, wir Menschen haben ja auch ein Unterbewusstsein. Auch hier sind dann natürlich diese Faktoren tief verankert. Und je positiver, je gründlicher und je zentrierter du üben kannst, darum spreche ich ja beim Üben von einer Qualitätszeit, umso stärker wird dann eben dein Erfolg auf der Bühne sein. Ich verspreche dir das. Na gut, was ist jetzt nun das Resümee des heutigen Videos? Klavierspielen ist eine Lebensschule. Du erfährst wahnsinnig viel über dich selbst, nicht nur über die Musik. Das ist ein Paar, das zusammengehört. Musik ist Freude. Es macht Freude, sich über Musik auszudrücken und sich auch mitzuteilen oder ein Musikstück Freunden zu schenken. Du kannst ja Videos machen von den Stücken, die du bereits beherrschst und an liebe Freunde oder an die Familie zum Beispiel weiter versenden. Aber die Faktoren, die ich heute besprochen habe, die solltest du natürlich beherzigen und auch behirnen, am besten beides zusammenbringen und du wirst sehr erfolgreich sein. Ja, ich kann dir versprechen, es wird weitergehen. Ich beobachte mich selbst sehr intensiv und aktiv beim Spielen. Ich beobachte meine Schüler. Weitere Videos werden kommen. Ich freue mich über deinen Daumen hoch. Ich freue mich, wenn du mich abonnierst und ich freue mich auch, wenn du meinen Newsletter, unten ist die Verlinkung dazu, bekommen möchtest. Es gibt noch unglaublich viel zu sagen, zu überlegen und auch mitzuteilen. Und der Austausch mit dir bedeutet mir auch ganz viel. Und jetzt gehe ich wieder.